Ganz herzlichen Dank, liebe Gäste. Ich möchte zunächst mal ganz herzlich danken für die Ehrung, dass ich hier in der Leopoldina als Mitglied nun der Nationalakademie der Wissenschaften in Deutschland aufgenommen bin. Wie Sie an meiner Sprache hören, bin ich zwar sehr oft in Amerika unterwegs, aber sicherlich immer noch von deutschen Eltern geboren und ausgebildet, sodass ich also den Vortrag auch auf Deutsch halten werde. Nun ist es mir auch eine besondere Ehre, von Herrn Professor Wittig vorgestellt zu werden, denn er war seinerzeit mein Rektor, der teilweise unsere Arbeiten hier begleitet hat und die natürlich auch so im Werdegang mitverfolgt hat. Nun, ganz zu Anfang, wer ein Handy dabei hat und ganz kurz ein bisschen mitverfolgen, ich werde dazu gleich noch was sagen, was wir hier tatsächlich machen, aber es ist das Typische, was wir bei uns in Karlsruhe nun mit Studenten machen, besonders mit ausländischen Studierenden, nämlich ihnen einen automatischen Übersetzungsdienst zur Verfügung zu stellen. Dazu gleich noch mehr. Nun, worum dreht es sich? Woran wir arbeiten, sind letztendlich intellektuell, maschinelle Lernalgorithmen und künstliche Intelligenz. Das heißt, wir versuchen, intelligente Systeme zu bauen, die mit Hilfe von maschinellem Lernen in der Lage sind, schwierige Aufgaben zu lösen. Nun, die spezielle Aufgabe, der wir uns nun seit langer Zeit schon widmen, ist diese Frage der Sprachbarrieren. In gewisser Hinsicht ist die Leopoldina schon ein Mikrokosmos dessen, denn wir müssen immer wieder überlegen, wir haben gestern noch darüber diskutiert, soll ich den Vortrag auf Englisch halten, soll ich ihn auf Deutsch halten. Es gibt manche Mitglieder, die verstehen das eine oder das andere nicht. Also wir haben immer dieses Problem der Sprachbarriere, die uns begleitet. Nun, ich selber leite ein Forschungszentrum, das inzwischen auf 8 Universitäten der Welt ausgebreitet ist und dies sowohl untersucht in der Forschung als auch lebt in der Praxis. Das heißt, hier sind Institute beteiligt, die künstliche Intelligenz bearbeiten, aber letztendlich auch im Austausch mit Studenten und Professoren hier Möglichkeiten geben an der Zusammenarbeit. Wissenschaftlich ist es seit vielen Jahren für uns das Ziel, so wie auch bei Herrn Kollegen Walster, in gewisser Hinsicht künstliche Intelligenz so einzusetzen, dass ich tatsächlich praktische Probleme lösen kann. Ein wichtiges Problem ist dabei immer die Kommunikation. Wie kommunizieren wir miteinander? Als ich anfing als Student, war das einfach nur eine Frage, wie bekomme ich etwas in den Computer rein überhaupt? In der Zwischenzeit ist das deutlich komplizierter geworden. Wir haben also hier Roboter, die mit in der Interaktion beteiligt sind. Wir haben Menschen, die mit Menschen sprechen. Wir haben Maschinen und Daten und Internet, Informationsquellen, bei denen überall diese menschliche Information in vielen verschiedenen Weisen zur Verfügung stehen und nicht notwendigerweise mehr in programmverständlicher Weise vorliegen. Das heißt, es ist nicht nur noch Text, sondern wir haben Bilder, wir haben Video, wir haben taktile Informationen, wir haben Roboter. Nun, wie kommt also eine Maschine damit klar, dass sie hier die Kommunikation verstehen kann? Wir sitzen sehr oft in Meetings oder in Sitzungen und überlegen uns, wie hieß denn noch der Nachbar, den ich schon mal kennengelernt habe, was muss ich hier tun, was haben wir das letzte Mal diskutiert und wenn die andere Person dann noch eine andere Sprache spricht, ist das alles sehr kompliziert. Aber wir können das irgendwie als Menschen lösen, ganz implizit dadurch, dass wir einfach in einem Raum sind. Und dieses implizite Wissen und Verstehen ist etwas, was uns also tatsächlich im Detail beschäftigt. Nun, eine ganz besondere Aufgabe, über die ich also besonders referieren möchte heute, ist diese Sprachbarriere. Die ist insbesondere in den letzten Jahrzehnten oder zwei Jahrzehnten als besonderes Problem aufgekommen und gewachsen. Denn wir haben jetzt ungefähr 6 Milliarden Telefone, das ist also wesentlich mehr als Computer. Bis 2020, bis im Jahre 2020, schätzen wir, dass 80% der Menschheit ein Smartphone in der Tasche haben wird. Das heißt, wir haben alle in der Zwischenzeit Supercomputer in der Tasche und sind mit jedem anderen Menschen auf dem Planeten vernetzbar. Das heißt, wir können die alle erreichen. Und das ist alles in den letzten paar Jahren geschehen plötzlich. Das heißt, Menschen erreichen ist nicht mehr das Problem. Uns mit diesen uns zu verständigen, ist ein deutlich anderes, eine ganz andere Dimension, wie wir hier an dem Bild sehr schön sehen. Wir haben 6.000 bis 7.000 Sprachen in der Welt und die Identität und die Sprache und die Kultur
reflektiert sich natürlich in diesen Sprachen. Das heißt, wir müssen dieses Problem der Sprachbarrieren lösen, wenn wir irgendwie die Kommunikation auch lösen wollen. Und das ist das Dilemma. Wir wollen auf der einen Seite ja die Diversität und die Identität der Sprachen und der Menschen erhalten. Auf der anderen Seite sind wir darauf angewiesen, dass wir den Zugriff und die Integration weiter fördern. Nirgendwo ist das so deutlich zu spüren, natürlich, wie in der europäischen Gemeinschaft, wo es nicht nur ein Phänomen ist, dass wir unterschiedliche Sprachen haben, sondern sogar ein Mandat der Gemeinschaft, dass wir miteinander kommunizieren müssen oder sollen. Das Europaparlament und die Europäische Kommission übersetzen alles auf 23 offizielle Sprachen und dann gibt es noch die Sprachen der Regionen und so weiter. Manche sagen, das müssen wir alles gar nicht machen, wir lernen Englisch und auch das ist unrealistisch, denn wir wissen, dass ungefähr nur 30-40% der europäischen Bevölkerung Englisch gut genug sprechen, dass sie auf diese Weise kommunizieren können. Und warum sollten sie auch? Warum sollte die Deutsche Nationale Akademie der Wissenschaften alles nur noch auf Englisch machen? Das heißt, wir wollen schon diese Identität haben. Nun, das Parlament macht das alles mit menschlicher Kraft, das heißt, hier sind eine enorme Gruppe von hervorragenden Dolmetschern unterwegs, die jede Rede übersetzen, jedes Dokument übersetzen. 1,3 Milliarden Euro werden jedes Jahr ausgegeben für Übersetzungsleistungen. Nun, der Rest von uns, wir an der Universität können uns das nicht leisten. Wir können also nicht 23 verschiedene Übersetzungskabinen aufstellen für jede Vorlesung, die wir an einer Universität aufbauen. Das heißt, seit Jahren beschäftigt uns daher auch die Frage, wie können wir das automatisieren, wie können wir eine Maschine bauen, die tatsächlich diese Kommunikation über die Sprachbarrieren hinweg leisten kann. Nun ist sehr schnell klar, dass das eigentlich drei verschiedene Technologien braucht. Die erste ist die Umwandlung des gesprochenen Wortes in Text. Das zweite ist die Umwandlung von Text in der einen Sprache in Text der anderen Sprache. Und dann, wenn wir in einem Dialogsystem uns noch tatsächlich bewegen, natürlich dann die Synthese, die Aussprache dieses Textes in der anderen Sprache in die andere Sprache, dass man sich da auch verstehen kann. Und wenn wir nun Dialog führen wollen, dann muss das Ganze auch noch im Rückwärtsgang passieren. Das heißt, der andere muss ja auch in seiner Sprache sprechen können. Das Ganze muss auf unsere übersetzt werden und dann wieder dort synthetisiert werden. Nun, in aller Regel ist das zunächst mal ein schöner Traum. Das heißt, wir fingen damit in den späten 80er Jahren an. Damals wurde in Japan ein Institut gegründet für Interpreting Telephony, das sich dieser Frage widmete und ich war damals schon daran beteiligt. Wir hatten keine Ahnung, wie schwierig das Problem tatsächlich sein würde, denn wir sehen, das ist also, wie wir vorhin schon diskutiert hatten, wie eine Zwiebel. Jedes Mal, wenn man meint, man hat das Problem gelöst, dann stellt sich wieder ein neues Problem dar und durch diese Probleme möchte ich Sie kurz durchleiten, um Ihnen da ein bisschen die Schwierigkeiten und auch die Lösungsansätze aufzuzeigen. Nun zunächst ganz schnell, was haben wir bisher erreicht? Was sind sozusagen die Meilensteine, die in der Zwischenzeit gebaut worden sind? Man unterscheidet eigentlich in zwei unterschiedliche Dolmetschaktivitäten, wenn es sich um die Übersetzung gesprochener Sprache dreht. Das eine ist das sogenannte konsekutive Übersetzen, das heißt, wenn ein Übersetzer sich erst anhört, was die eine Person sagt und dann das Übersetzte dem anderen nochmal erzählt und dann wartet, bis der wieder antwortet und das Ganze im Rückwärtsgang wiedergibt. Das hat den Vorteil, dass man zunächst mal einen abgeschlossenen Satz hat und diesen dann übersetzt auf die andere Sprache. In vielen Fällen ist das allerdings nicht hinreichend, denn konsekutives Übersetzen ist schön, weil wir da ganz abgeschlossene Sätze haben. Aber wenn Sie zum Beispiel diesen Vortrag jetzt, den ich Ihnen gebe, übersetzt haben wollen, müsste ich ja nach jedem Satz aufhören oder stoppen und dann die Übersetzung sozusagen erstmal geliefert werden. Wir brauchen also auch simultanes Dolmetschen und das ist, was eben die Dolmetscher im Parlament tatsächlich tun, damit sie lückenlos, während der Redner spricht, die Übersetzungsleistung in die andere Sprache tut. Für menschliche Übersetzer ist das ausgesprochen schwierig, weil sie ja immer den letzten Satz noch übersetzen müssen, während sie dem Nächsten zuhören. Und daher ist auch hier das natürlich eine Herausforderung für die Computersysteme, wie man das konkret angeht.
Und wichtig ist das natürlich dann auch in den Medien, wenn wir jetzt also automatisch Fernsehen zum Beispiel übersetzen wollten oder Untertitel unter Videomaterial, das man zur Verfügung stellen will, ist das letztendlich auch so ein kontinuierliches Übersetzen gesprochener Sprache, ohne konsekutiv erstmal Pausen machen zu müssen. Das Letzte, was wir unternehmen, die dritte Stufe, ist dann auch eine Symbiose zwischen dem Menschen und der Maschine. Wir sprachen schon darüber, es muss ja nicht alles immer künstlich sein oder menschlich. Wir können durchaus uns vorstellen, eine Zukunft, im Gegenteil, die ist wünschenswert, in der man eine Symbiose entwickelt zwischen der Mensch und der Maschine. Und hier arbeiten wir sehr stark mit dem Europaparlament, um eben nicht die Übersetzer oder Dolmetscher zu ersetzen. Ganz im Gegenteil, wir wollen diese unterstützen, damit sie ihre Arbeit besser machen können. Nun, im Schnelldurchgang, dass uns die Zeit nicht losläuft, lassen Sie mich Ihnen Bilder zeigen von den verschiedenen Systemen, die wir über die Jahre entwickelt haben und auch vorgestellt haben. Angefangen hat es für uns in den frühen 90er, späten 80er Jahren, wo wir zum ersten Mal ein solches Übersetzungssystem entwickelten, das hieß Janus. Es war eine große Vorstellung, es gab also großes Presseecho, wir hatten die erste Publikation zum Thema gesprochene Sprachübersetzung, die Medien schrieben über Maschines in Zungen sprechen und Übersetzer und so weiter. Aber es waren tatsächlich nur die Anfänge. Es waren also kleine Systeme, bei denen sich der Sprecher noch an eine gewisse Syntax halten musste. Die Vokabularien waren nur 500 bis 1000 Wörter. Und das Ganze lief auch einer dicken, großen Workstation, einer großen Maschine, die man sicherlich nicht in die Tasche stecken konnte. Wir haben dann auch kennengelernt, dass die ganze Sache natürlich von der Anwendung viele unterschiedliche Dimensionen hat, die alle wieder ganz unterschiedliche technologische Herausforderungen darstellen. Zum Beispiel, dass wir ja entweder nur Wörter oder Phrasen oder kontinuierliche Sprache, dann ist die Sprache vorgesehen, also zum Beispiel vorbereitet, wie zum Beispiel beim Ansager im Fernsehen, oder ist das Spontansprache, wenn wir miteinander einfach so am Telefon reden. Und die Unterschiede sind enorm. Und daher also auch ausgesprochen viel komplizierter, wenn man da in die Richtung Spontansprache geht, werde ich noch etwas zu sagen. Dann die Größe des Vokabulars spielt natürlich noch eine Rolle und dann die Größe der Domäne. Sprechen wir wirklich nur über ein eingeschränktes Topic, wo wir das Wissen dann haben, wie die Domäne oder der Gesprächsinhalt sich gestaltet, oder können wir über alles reden? Wir haben gerade vorhin bei dem Vortrag von Herrn Kollegen Walster sprach er über Torschuss. Ich habe mal kurz geschaut, was unser System macht. Und nein, das Wort war nicht Torschuss. Tor des Monats. Und das System erkannte Todesmonat, weil im Zusammenhang von einer Vorlesung über künstliche Intelligenz hat das System natürlich nicht mit Fußball und Toren gerechnet. Das heißt also, hier sind Erwartungen drin, die das menschliche Wissen tatsächlich so viel breiter schon unterstützt und hat, als wir das in den Systemen tatsächlich vorsehen. Open Domain, dass wir wirklich auch zwischen Domänen springen können, können wir von künstlicher Intelligenz jetzt plötzlich über Fußball reden und so weiter. Simultane Sprache, consecutive, habe ich gerade erläutert. Embedded System, die ganze Sache wird dann nochmal komplizierter, wenn ich das Ganze auf mein Handy kopieren will, dass es auf meinem tragbaren Gerät tatsächlich läuft und damit natürlich mit kleinerer Hardware und anderen Eingabemodalitäten umgehen muss. Geräusche im Hintergrund, multimodale Informationen und so weiter. Nun haben wir viele aus diesen ersten Anfängen daher viele Forschungsprojekte unternommen. Ich habe leider die Zeit, nicht über alle zu sprechen. Es wurde ja schon erwähnt, das große Verbundprojekt Werbmobil war eins der großen deutschen geförderten Programme hier. Wir hatten viele auch in den USA von der DARPA gefördert und dann in der European Community von der Kommission geförderte Projekte, die das Ganze natürlich unterstützte, und auch Startup-Companies. Nun, all das, müssen Sie sich vorstellen, hat in den späten 80er Jahren begonnen und es dauerte in der Tat dann 20, 25 Jahre, bis wir so weit waren über eine Startup-Company, dass wir das erste konsekutiv übersetzende System auf einem Handy tatsächlich in einer Startup-Company zum Verkauf bringen konnten. Es war das erste, weltweit erste Übersetzungssystem, das man sich auf ein Telefon runterladen konnte über den iTunes Store. Es konnte 40.000 Wörter schon und auf 15 Sprachen übersetzen,
alles auf einem Telefon, ohne jetzt einen Server zu benötigen, war damit also ein technologischer Durchbruch, den es bisher eigentlich nicht gab. Das führte sogar Apple dazu. Also sehen, Apple machte Werbung für iPhones mithilfe unserer App, dass man also mit unserer Übersetzungstechnologie sozusagen einfach weit reisen kann. Das war natürlich für die Startup-Company hervorragend. Es hat sich natürlich gut auf die Verkäufer ausgewirkt. Die Zeitschriften berichteten darüber. Aber es hat sich dann so großem Interesse und so großer Freude, sage ich mal, hat sich so viel Interesse damit ausgelöst, dass die Firma auch nicht mehr lange autonom blieb. Sie wurde dann später von Facebook gekauft und ich hatte dann Gelegenheit, 2 Jahre bei Facebook als Direktor die Language Technology, dass man Übersetzungen der Posts und so weiter heute machen kann, dort aufzubauen. Das war also eine kurze Abwesenheit aus der Akademie in tatsächlich große Internetfirmen, wo wir das dann also haben umsetzen können. Nun bin ich wieder zurück an der Akademie und wir machen diese Sachen weiter. Wir können leider dieses Programm jetzt nicht mehr für Forschungszwecke benutzen. Wir haben aber wieder was, die nächste Generation sozusagen in der Entwicklung und machen damit das, was wir vorher auch schon taten, humanitäre Einsätze zum Beispiel zu unterstützen. Sie sehen hier also Bilder von unseren Einsätzen in Thailand mit einem amerikanisch geleiteten Verbund. MedCAP hießen die, Medical Civil Action Program, wo also in Kambodscha und Thailand die Bevölkerung mit ärztlicher Unterstützung bedient wird. Hier nur einfach kurze Bilder dazu. Eine NGO, eine karitative Organisation in Honduras und neuerdings auch in der Flüchtlingskrise hier in Deutschland, wie wir die Übersetzung eben auch bringen können in diesem speziellen Problem Deutsch-Arabisch. Kommunikation zu ermöglichen, wenn die Einwanderer eben des Deutschen nicht mächtig sind. Großer Vorteil heutzutage ist, alle haben ein iPhone. Ich sage nochmal, jeder Menschenbürger fast hat einen Supercomputer in der Tasche und den können wir uns natürlich heutzutage zu Nutzen machen. Nun lassen Sie mich zu einem anderen Thema kommen oder zu einem anderen Einsatzgebiet. Das war ja jetzt alles konsekutive Übersetzung, wie ich Ihnen das vorführte. Was wir halt auch machen, ist diese ganze Frage, was ist, wenn Domänen unbeschränkte Übersetzung simultan durchgeführt werden muss, wie zum Beispiel dem Fernsehen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel mit der BBC in europäischen Projekten automatische Untertitelung im Englischen und in anderen Sprachen durchgeführt. Wie können wir das automatisch übersetzen? Und eins der großen Projekte, die wir bei uns in Karlsruhe schon seit Jahren durchführen, ist die automatische Übersetzung von Vorlesungen. Denn wie ich schon sagte, hier können wir uns das nicht leisten, dass wir menschliche Übersetzungskabinen einsetzen, sondern das muss irgendwie automatisch gehen. Wer es schon runtergeladen hat, kann sich also hier das simultan hier auch anhören, was ich hier vortrage, auf dem eigenen Handy durch diesen Code auf der Internetseite, die ich Ihnen vorstelle. Wir werden es Ihnen aber jetzt ganz kurz auf den Bildschirm übertragen, sodass Sie sehen, wie ein solches System funktioniert. Sie sehen, was der Vortragende hier tut, ist, dass er ein Gerät in der Tasche trägt, zum Beispiel ein Handy. Und die Sprache geht über das Mikrofon in dieses Gerät rein. Das wird also übertragen dann auf einen Server. Diese Rechenleistung im Hintergrund macht dann die automatische Umsetzung des gesprochenen Wortes auf den Text, also auf die geschriebenen Wörter. Und diese geschriebenen Wörter werden dann von der einen Sprache auf die anderen übertragen. Sie sehen, wie das hier läuft, dass wir auf der linken Seite die automatische Transkription im Deutschen haben und auf der rechten die Übersetzung ins Englische. Nun, wichtige Aspekte, die man dabei hervorheben muss, ist die Tatsache, dass das System ja schnell arbeiten muss. Es muss das natürlich die Ausgabe liefern, während ich hier spreche, sonst ist man ja während einem Vortrag immer wieder hinterher. Das heißt, die automatische Transkription darf nur so 1-2 Wörter hinterherlaufen und die Übersetzung soll hoffentlich auch relativ schnell hinterher auch kommen. Das heißt, wir müssen in der Tat übersetzen,
stellenweise, bevor der Satz zu Ende gesprochen worden ist. Das Zweite, dass Sie nun also hier auch beobachten, dass die Hypothesen, die das System produziert, nicht immer richtig sind. Es revidiert sich also auch und macht auch Korrekturen unterwegs, denn der Ende des Satzes ist ja noch nicht da. Das heißt, das System muss erstmal raten, wie die Geschichte ausgeht und dann eben Ausgabe liefern, während ich hier spreche, ohne den Ende des Satzes jeweils gesehen zu haben. Das Dritte, das Sie hier sehen sollten, ist, dass ich ja nie Punkt und Komma sage. Das heißt, die Interpunktion ist etwas, was implizit ist, die ich ja nie sage. Das heißt, wir haben hier auch nochmal automatische, intelligente Programme, die hier automatisch die Kommas und die Punkte setzen und also wissen müssen, wo denn der Satz vermutlich am Ende war oder wo auch nicht. Und das auch noch in einer Sprache, die möglicherweise fragmentarisch und unvollständig ist. Das heißt, wir können das auch wieder nur durch lernende Systeme hier erreichen. Ein letzten Punkt, den ich hier noch sagen möchte, ist, dass natürlich die gesprochene Sprache nie komplett syntaktisch richtig ist. Ich stottere während meinen Sätzen natürlich ständig. Manchmal lachen wir oder husten wir mitten in einem Satz und all das muss entsprechend gefiltert werden, wenn ich zwischendrin irgendwelche Schmatzer oder Huster mache, dann soll das nicht als Schmatzen oder Husten rauskommen, sondern es soll dann weggefiltert werden und die entsprechenden Stotterer eben auch. Das Ganze also die Frage, wie nehme ich dieses gesprochene Kauderwelsch, das ein Mensch produziert, und transferiere das in gelesenen Text oder lesbaren Text. Und das ist natürlich die Herausforderung, der wir uns hier stellen. Nun gut, wir setzen dieses System tatsächlich nun ein. Das läuft also schon seit 2012 in Karlsruhe in den Hörsälen. Das heißt, wir haben 5 große Hörsäle damit ausgestattet, wo das ständig läuft. In den Hörsälen, wo das nicht eingebaut ist, nehmen die Vortragenden einfach ihr Handy mit, stecken ihr Mikrofon rein, drücken auf den Knopf und los geht's. Der Betreffende, der Zuhörer, schaut sich das dann auf seinem eigenen Handy an und die von Ihnen, die sich das runtergeladen haben oder zumindest auf diese Webseite gegangen sind, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die können das jetzt auf ihrem Handy für den Rest der Vorstellungen heute alles in Simultandarstellung sehen. So sieht das also aus. Wenn also die Studenten, schalten wir mal wieder kurz um, damit wir die Folien sehen. Was also der Betreffende in dem Hörsaal dann sieht, ist, er klappt seinen Laptop auf und bekommt sozusagen diese automatische Transkription und Übersetzung auf seinem eigenen Gerät dann zu sehen und Sie können das also hier auch selber nachvollziehen. Wie ich schon sagte, läuft das alles auf dem Server. Auch das hat Presse ausgelöst. Lassen Sie mich zum nächsten Thema kommen, der Symbiose. Wenn wir nun also solche Systeme automatisch haben, wie können wir menschliche Übersetzer unterstützen? Und hier haben wir ein sehr gutes Arbeitsverhältnis mit dem Europaparlament. Erst am Anfang natürlich mit großer Sorge, dass man uns da rauswirft, denn es sind natürlich sehr viele hervorragende Dolmetscher, die nicht unbedingt wollen, dass man hier mit Computern kommt, die sowas Ähnliches machen. Aber nachdem sie natürlich die Fehler unserer Systeme sehen, sind sie erstmal beruhigt. Aber zweitens sehen sie auch das Potenzial dessen, was damit eigentlich werden könnte. Wir haben also mehrere solcher Tests im Parlament gefahren, wo man also Maschine neben die Übersetzer gesetzt hat und haben festgestellt, dass es eine ganze Reihe von Aufgaben gibt, wo die menschlichen Übersetzer tatsächlich sich freuen, wenn sie auf die Fähigkeiten eines Systems zurückgreifen können. Und zum Beispiel Voting Sessions. Also wenn eine Abstimmung läuft, müssen die Dolmetscher langweilige Abstimmungsergebnisse übersetzen. Das ist erstens mal sehr wichtig. Man darf das Ergebnis also nicht falsch übersetzen. Auf der anderen Seite ist es entsetzlich langweilig. Es werden eigentlich nur Zahlen wiederholt und so weiter. Und alle sagten uns, dass sie eigentlich froh wären, wenn sie da so eine Art Cruise Control hätten, wo sie nur noch auf den Knopf drücken, jetzt ist langweilig, jetzt schalte ich die Maschine ein und dann, wenn es wieder spannend wird, wieder zurückgehen auf menschliche Leistung. Es gibt noch andere Aufgaben, wie zum Beispiel Named Entities. Namen, Zahlen sind notorisch ein Problem für den Menschen, weil er sich daran erinnern muss, wie wir das hier an den Scratchpads von den Dolmetschern tatsächlich sehen. Wir haben jetzt im Januar dann auch einen großen Test schon gemacht mit dem Generalsekretär Klaus Welle, der das sehr unterstützt. Das heißt, wir arbeiten dort mit dem Team, dem Direktorat, das sich um solche Kommunikationssysteme kümmert, denn man möchte hier auch nicht
das, was schon gut läuft, ersetzen, sondern eigentlich ergänzen mit zusätzlicher Leistung, wo es momentan auch im Parlament keine menschliche Leistung gibt. Es gibt viele Sessions, die gar nicht übersetzt werden können, weil sie so viele menschliche Übersetzer gar nicht haben und auch Sprachpaare, die nicht unbedingt zur Verfügung stehen und auch Videos und so weiter. Nun lassen Sie mich, die Hälfte meiner Zeit ist hier schon verbraten. Das heißt, ich möchte jetzt doch noch ein bisschen auf die Wissenschaft in der ganzen Sache zu sprechen kommen. Die Frage ist zunächst mal, warum hat das 25 Jahre jetzt gedauert? Warum sind wir immer noch dran unterwegs? Auf der einen Seite ist es hervorragend, dass wir in der Generation leben, in der Sprachbarrieren tatsächlich fallen. Alles in einer Generation. Jahrhunderte haben sich mit Sprachbarrieren gequält. Diese Generation erlebt den Umschwung. Auf der anderen Seite dauert es trotzdem Zeit. Wir können das nicht sofort einfach erledigen mit einem kleinen Programm. Und der große Grund dahinter, für dem das nicht schon deutlich oder klar ist, ist natürlich die Ambiguität der Sprache, die auf jeder Ebene ist. Das heißt, auf der phonetischen Ebene, jedes Wort hat im Wesentlichen unterschiedliche Deutungen. Auf der akustischen Ebene, jedes Wort kann syntaktisch unterschiedlich gedeutet werden und es kann semantisch unterschiedliche Sachen bedeuten, wie diese Beispiele zeigen. Also Spirit kann der Geist sein, kann aber auch der Wodka sein und so weiter und so fort. Auch ist das Ganze in der Übersetzung bei der Sprache, wenn sie erstmal in geschriebener Form vorliegt und wir versuchen das zu übersetzen, ein Problem. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Problem habe, if the baby does not like the milk, boil it. Jetzt wird unser Erkenner natürlich Unsinn machen, weil ich das Ganze auf Englisch gesprochen habe. Auch da sehen Sie schon das Problem, zu wissen, wann Englisch und wann Deutsch gesprochen worden ist. Aber in diesem Fall, wenn jetzt dieser Satz vorliegt, beziehen wir jetzt uns auf die Milch oder auf das Baby. Was wird jetzt gerade gekocht? Das heißt, wir nehmen an mit unserem menschlichen Wissen, dass wir natürlich von der Milch reden, wie wir da kochen und nicht das Baby. Aber wie wissen wir das doch eigentlich nur durch unseren menschlichen Verstand, dass das die wahrscheinlichere Deutung ist? Das heißt, wir brauchen wissenschaftlich Methoden, die zunächst mal diese Ambiguität, diese Doppeldeutigkeit der Sprache in den Griff bekommen. Das können wir nur durch Statistik. Das war zunächst mal absolut als absurd abgelehnt in der künstlichen Intelligenz, dass man sagte, wie denn Sprache mit Zählen und Statistik, da ist doch Wissen dahinter, das geht nicht. Aber in der Tat ist es so, dass auch in der Sprache eben durch diese Doppeldeutigkeiten man eigentlich nur abwägen kann, was denn wahrscheinlicher ist und nicht kategorisch sagen kann, das war jetzt so oder so. Wir machen das durch Scores, durch Wahrscheinlichkeiten, Statistik und neuronale Aktivierungen. Das Ganze kann man natürlich nicht mehr programmieren, das heißt, wir sind entscheidend abhängig davon, dass wir das mit Machine Learning machen, dass wir also lernende Systeme haben, die das für uns tun, diese Scores und diese Wahrscheinlichkeiten einzustellen. Ganz kurz, wie läuft das? In der Spracherkennung ist es zunächst mal so, dass wir natürlich ein Signal haben, das kontinuierlich läuft, das zerlegt sich in Phoneme, aber auch diese Phoneme müssen ja zusammengesetzt werden, nun erstmal in Wörter und dann auch in Phrasen und Sätze. Und hier ist das natürlich immer durch die Ambiguität gibt es da also unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Insbesondere, wie klassifiziere ich überhaupt das einzelne Phonem, wenn diese Phoneme tatsächlich sehr undeutlich und ambig sind? Nur dafür gibt es also statistische Ansätze, diese zu klassifizieren, oder neuronale. Wir haben sehr früh angefangen mit den neuronalen Netzen. In den 80er Jahren war Jeff Hinton bei uns an der Carnegie Mellon. Und wir hatten wunderbare Diskussionen, wo ich dann gleich entschied, das ist der Ansatz eigentlich, den wir verfolgen müssen. Und die Frage ist jetzt nicht nur, dass ein neuronales Netz einen solchen Superklassifikator bauen können. Also für die von Ihnen, die die Technologie nicht kennen, ein neuronales Netz ist im Wesentlichen ein großes Netz vieler solcher kleinen Rechenelemente, die man mit einem großen Netz zusammenschaltet und das dann trainiert auf einer Ausgabe, auf einer Vorgabe. Ich sage zum Beispiel, dieses Bild ist jetzt diese Person oder dieses Signal ist dieses Phonem. Und ich trainiere das Netz, das zu tun. Und dafür gibt es in der Wissenschaft viele Klassifikatoren, die das nicht linear können. Allerdings sind diese Klassifikatoren unterschiedlicher Qualität. Aber was ich damals eigentlich schon sagte, was mich am meisten begeistert hatte an dieser speziellen Technologie der neuronalen Netze, ist die Tatsache, dass während das Netz eine Eingabe-Ausgabe-Ausgabe
Verhältnis trainiert und lernt, diese Abbildung zu tun, bildet es intern Repräsentationen, dass die Neuronen in der Mitte dieses Netzes entscheiden, denen sagen wir nie, was sie lernen sollen. Sie entscheiden also bestimmte Merkmalsdetektoren, sie lernen bestimmte Merkmalsdetektoren, die dann nützlich sind, um das Ausgabeproblem zu lösen. Und mir war damals eigentlich schon klar, dass diese versteckten Repräsentationen, die ein solches Netz inhärent lernt, eigentlich die interessanteren sind als nur diese Klassifikation. Denken Sie an Autofahren, wenn Sie als Kind mit Bauklötzen spielen, dann spielen Sie als Erwachsener nicht mehr mit Bauklötzen, aber Sie haben sie gelernt, wie Sie mit Ihren Händen bestimmte Griffe durchführen und können dann basierend mit diesen Repräsentationen Autofahren lernen. Das heißt, versteckte Repräsentationen sind eigentlich hier das Spannende. Nun, in unserer Diskussion, wie wir das Ganze in Spracherkennung einsetzen, war dann noch ein zweites Problem, nämlich der Segmentierung. Wir wussten von Jahren oder Jahrzehnten der Forschung, dass wenn ich ein Signal erstmal erkennen muss, wo ein bestimmtes Signal ist, wie zum Beispiel ein phonetischer Sound, dann muss ich erstmal das Signal zerlegen in kleine Schnippchen und sagen, das ist jetzt hier ein Phonem und dann es klassifizieren. Das heißt, wir haben zwei Probleme, das Suchen nach Einheiten und dann das Klassifizieren und beides macht Fehler und die Kombination wird dann nicht besonders gut sein. Wir haben dann also in den Ende der 80er Jahren ein Netz entwickelt, das sogenannte Time Delay Neural Network, das Shift-Invariant Objekte erkennen kann, wo ich nicht mehr sagen muss, wo das Objekt tatsächlich stattfindet. Das kann also irgendwo in diesem Bereich tatsächlich passieren. Diese Shift-Invarianten-Netze konnten dann in der Tat auch identifizieren, dass man da bestimmte Formantenübergänge und so weiter, das heißt in den versteckten Schichten, die gelernt wurden, wie ich das vorhin schon sagte, sah man dann tatsächlich, dass akustisch-phonetisches Wissen gelernt wurde, das tatsächlich auch für Menschen wichtig ist. Nun ist das Ganze nicht in der Sprache geblieben, das heißt, man hat dann also gesehen, dass man das Ganze natürlich Shift-Invariante Klassifikation auch in Bildern einsetzen kann. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage, wo im Zeitsignal, sondern auch wo in einem Bildsignal bestimmte Objekte sind. Und weil Zeit bei den Bildern nicht so spannend ist, nannten die Bildverarbeiter das Ganze dann Convolutional Neural Networks. Das heißt, die sogenannten Convolutional Neural Networks, von denen man jetzt heute sehr viel hört, gehen auf diese Time Delay Neural Networks zurück. Nun, was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben jetzt nun gesagt, das war alles schon 1987, dass wir Time Delay Neural Networks, Convolutional Neural Networks entwickelt haben. Aber wir hatten kein Internet, wir hatten kein Google, wir hatten kein Smartphone, wir hatten keine GPUs. Und diese neuronalen Netze brauchen enorme Rechenleistung. Sodass man also mit relativ einfachen Methoden eigentlich in der Performance, in der Leistung damals an diese hervorragenden Leistungen der neuronalen Netze schon herankam. Das heißt, man hat sich eigentlich diese neuronalen Netze zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders ernst genommen, weil sie von der Performance halt nicht so besonders viel besser waren als die anderen einfachen Methoden. 20 Jahre gingen rum. In den 20 Jahren ist die Rechenzeit gestiegen. In meiner Lebenszeit habe ich eine Rechenkapazitätsvergrößerung von 1 Milliarde erlebt. Also in meinem Leben haben sich Computer um 1 Milliarde verschnellert. Dasselbe ist der Fall mit Speicherkapazität. Sie sehen hier einen alten IBM-Rechner, einen IBM-Speicher von 1956, der in ein Flugzeug geladen wurde und ganze 5 Megabyte hatte. Und heute haben Sie das auf einer SD-Karte ganz locker in viel größerer Form. Und die Daten natürlich, das heißt, wir trainieren heute nicht mehr mit den kleinen Datenmengen, sondern mit sogenannten Gigawords. Das sind also immer Corpora, die mehr als 1 Milliarde Wörter enthalten. Und um das in Perspektive zu sehen, der Mensch spricht in seinem Leben 1,5 Milliarde Wörter. Das heißt, wir trainieren mit wesentlich mehr Wörtern, als ein Mensch in seinem Leben tatsächlich spricht. Nun, all das gibt uns die Möglichkeit, Netze zu trainieren, die jetzt viel mehr Schichten haben,
viel mehr Einheiten und daher auch der Name Deep Neural Network, weil es einfach deeper ist, es sind einfach mehr Schichten, aber die Modelle sind identisch mit denen, die wir in den 80er Jahren schon entwickelt haben und so werden alte Techniken wieder erkannt, wieder entdeckt und wieder benutzt. Ich sah das in einer Konferenz, wo dann das plötzlich aufgelegt wurde, dass man also heute wieder diese alten TDNNs auspackt und damit neue Probleme löst. Die TDNNs und Convolutional Neural Networks haben bei Microsoft zum Durchbruch geführt, dass man jetzt menschenähnliche Performance erreichen kann. In der Image Classification kann man jetzt also auch Bilder erkennen, besser als je zuvor. Und diese Convolutional Neural Networks haben letztendlich auch zusammen mit Reinforcement Learning zu diesem Durchbruch bei Google AlphaGo geführt. Nun, bei uns sind in der Spracherkennung die Netze daher ganz ähnlich wie vor 20, 30 Jahren. 30 Jahren. Aber Sie sehen, die Zahl der Gewichte sind deutlich größer, um Millionen oder mehrere Millionen größer. Wir haben wesentlich mehr Trainingsdaten und was man hier unten schwer sieht, das Einzige, was gleich bleibt, ist die Zeit des Trainings. Wir sind also nur gewillt, eine Woche auf unsere Ergebnisse zu warten und das ist dann die Randbedingung. Nun lassen Sie mich im Schnelldurchgang, weil ich sehe unsere Zeit, wir versuchen Zeit aufzuholen, lassen Sie mich ganz kurz noch ein paar Schwierigkeiten zeigen, an denen wir weiterhin arbeiten. Die tatsächliche Sprache, wie sie sich darstellt, ist komplizierter. Sie sehen, so kommt das aus einem Spracherkenner raus. Wir müssen also erstmal Punktuation, Interpunktion, Paraphrasen bilden. Dann haben wir im Deutschen das Problem mit den Komposita, das besonders unangenehm ist, denn diese müssen zerlegt werden. Manchmal geht das Zerlegen falsch, wie Sie hier sehen. Bei Zentraleuropa reden Sie natürlich nicht von der Zentrale und dem Uropa, sondern von Zentraleuropa. Das heißt, das braucht letztendlich auch wieder Intelligenz. Und dann die ganze Tatsache, dass wir Wörter haben, die auch nicht nur unbedingt dann aus dem Deutschen kommen. Also ich sage ja zum Beispiel iPhone und nicht iPhone. Das heißt, die Aussprache eines englischen Wortes in der deutschen Vorlesung ist dann nochmal ein Problem. Und das Ganze wird dann nochmal schwieriger dadurch, dass man das Ganze dekliniert. Ich höre also in den Nachrichten plötzlich cloudbasierter Webcast-Zugriff, webgecastet, downgeloadet. Und dann in der letzten Wahl hörte ich, diese Partei hat abgelost. Das heißt, da werden also Wörter zusammengesetzt aus Englisch und Deutsch und das Ganze Deutsch dekliniert. Oder ich hörte im Radio Baden-Württemberg, der Place to be für Startups, besonders im B2B-Bereich. Und Sie sehen, unsere Systeme haben damit natürlich Schwierigkeiten, weil sie natürlich sich nicht mehr weder nach der einen noch nach der anderen Sprache tatsächlich orientieren. Nun, in der maschinellen Übersetzung ist es ganz ähnlich. Auch hier kommen neuronale Netze zum Tragen, inzwischen rekurrente neuronale Netze. Auch diese hatten wir in den 80er Jahren angefangen, aber mangels Rechenzeit wurden die auch erst in den letzten Jahren tatsächlich zu dem Durchbruch, haben die zu dem Durchbruch geführt, den wir heute haben. Spannend hier besonders ist die ganze Frage der Multilingualität. Und das ist der letzte wissenschaftliche Punkt, den ich hier noch machen möchte. Die Frage, die sich natürlich uns stellt, ist wie ich wurde bei Facebook gefragt, ob denn Sprache oder Übersetzung schwieriger sei als Gesichtserkennung. Und dann sagte ich, ja selbstverständlich, Sie haben nicht 7000 unterschiedliche Gesichtstypen, aber Sie haben durchaus 7000 unterschiedliche Sprachen, bei denen die Wörter ganz anders angeordnet werden, in unterschiedlicher Syntax, Morphologie und so weiter. Das wäre wie wenn man Gesichtstypen hätte, bei denen die Nasen hier nebendran hängen und so weiter. Das heißt, die Erkennung, die Übersetzung hat da deutliche Schwierigkeiten in der Wiederholung. Traditionell wird das dadurch gelöst, dass man das Ganze einfach wiederholt und für jede Sprache neu macht, was natürlich dann enorme Kosten mit sich bringt. Das heißt, wir arbeiten seit vielen Jahren an multilingualen, automatischen Methoden, wie man das Ganze sprachenunabhängig machen kann. Herr Müller, der hier ganz vorne sitzt, arbeitet gerade an einer Dissertation, wie wir das in der Akustik machen, nämlich, dass wir sogenannte Sprachencodes entwickeln, die in gewisser Hinsicht so eine Ahnung haben, wie ein bestimmter Twang, wie ein bestimmter Sound einer Sprache klingt, um dann ein Klassifikationssystem der Phonetik in einen bestimmten Modus zu versetzen. In der Übersetzung, das ist wichtig hier,
ist, dass wir hier von einer sogenannten neuronalen Interlingua reden. Das heißt, wir haben eine Zwischenrepräsentation. Wir trainieren für 3-4 Sprachen, lernen zwischendrin eine Wissensrepräsentation aller Sprachen, sodass wir in der Tat in der Lage sind, jetzt für zwischen Sprachenpaaren zu übersetzen, für die wir nie trainiert haben. Und das ist natürlich super spannend, weil wir natürlich dann sagen können, können solche Netze tatsächlich dann Wissen, Semantik, Syntaktik implizit lernen in diesen versteckten Repräsentationen? Und die ersten Ergebnisse scheinen das zu verwirklichen, denn wir können dann ähnliche Wörter in ähnlichen Bereichen der Räume sehen oder zum Beispiel auch Bildsequenzen transkribieren. Nun, ich bekomme hier the evil eye, wie man so schön sagt auf dem Englischen, dass ich zum Abschluss kommen muss. Es gibt natürlich viele Aspekte der Multimodalität, aber um das Ganze nicht zu vertiefen, lassen Sie mich zu der Abschlussfolie kommen und sagen, es dreht sich hier um die babylonische Sprachverwirrung und wir sind unterwegs, das aufzulösen, dass wir in der Zukunft nicht mehr auf diese Weise uns voneinander trennen, sondern in einem gemeinsamen gegenseitigen Verständnis auf diesem Globus. Dankeschön.